Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Dieses Shopware 6 Video ist diesmal zweigeteilt. In der ersten Hälfte zeigen wir euch, wo ihr die Themes bzw. die Anpassungseinstellungen für Themes findet, um im zweiten Teil näher darauf einzugehen, was ihr bei eurer Theme-Auswahl beachten solltet. Die Themes, die in eurem Shop hinterlegt sind, könnt ihr einsehen, wenn ihr auf Inhalte und Themes klickt. Hier habt ihr die Möglichkeit, diese einerseits nach Erstellungsdatum und Bearbeitungsdatum zu sortieren, als auch die Ansicht von einer Kachelansicht zur Listenansicht zu verändern. Wie ihr seht, sind bereits zwei Themes in unserem Shop hinterlegt, wovon eins das Default-Theme ist und deswegen auch gelockt wurde, was dieses Schloss hier symbolisiert, also nicht gelöscht werden kann. Um die jeweiligen Themes schnell und einfach wiederzuerkennen, kann ein Vorschaubild hinterlegt werden. Da dieses für beide nun gleich ist, wäre das nicht optimal, also ändern wir das. Falls ihr noch nicht wisst, wie ihr Medien in eurem Shopware 6 Shop hochladet, demonstrieren wir das einmal kurz. Ihr geht unter Inhalte auf Medien und könnt dann in einem gewünschten Ordner euer Bild mit dem Button Datei hochladen hinzufügen. Danach geht ihr in eure Theme-Übersicht zurück, klickt auf das Kontextmenü und fügt eine Vorschau hinzu. Das heißt, ihr sucht nach eurem hochgeladenen Bild und fügt dieses Medium hinzu. Schon unterscheiden sich beide Vorschaubilder. Wenn ihr euer Theme nun anpassen wollt, klickt auf dieses Vorschaubild und schon seht ihr die zu editierenden Parameter. Dazu zählen die Primär- und Sekundärfarbe, die Ränder und der allgemeine Hintergrund. Aber auch die Farben für die Statusnachrichten, die Schrift inklusive Fontanpassung, also welche Schriftart ihr für euren Shopware-Shop wünscht und letztendlich der Kaufbutton, Preis und Kauffeldtext. Alles kann entweder mittels RGBA-Wert oder Hexacode genau auf eure CI-Farben abgestimmt werden. Am Ende der Theme-Einstellungen kann dann noch euer Logo sowohl für den Desktop, das Tablet als auch Smartphones hinterlegt werden, was schon erkennen lässt, dass dieses Theme responsive sein wird, worauf wir aber gleich noch im zweiten Teil zu sprechen kommen. Mit dem Fragezeichen neben den einzelnen Positionen kann genau geschaut werden, ab welcher Viewport-Größe welches Logo ausgespielt wird. Somit geht ihr auf Nummer sicher, dass euer Logo auf allen Endgeräten optimal dargestellt wird. So viel zu den Einstellungsmöglichkeiten des Shopware Default Themes. Wie ihr erkennen könnt, sind die Individualisierungsmöglichkeiten damit nicht sehr groß, weswegen viele Shopware 6 User auf externe Themes zurückgreifen. Das kann Sinn machen, kann es aber auch verschlimmbessern. Wie ich bereits erwähnt habe, ist das Default Theme responsive. Das heißt, die Darstellung eures Shops wird an Tablets und mobile Endgeräte angepasst. Darauf solltet ihr beim Theme-Kauf auch achten. Das heißt, wenn es möglich ist, testen, 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 um auf der sicheren Seite zu sein. Darüber hinaus bedeutet ein ansprechendes Design nicht immer auch eine Steigerung der Conversion Rate. Mach dich vertraut mit den Standards, die jeder Shop aus User Experience und Conversion Sicht erfüllen sollte. Dafür gibt es unzählige UX und Conversion Studies, die euch aufzeigen, worauf zu achten ist. Beispielsweise, wie der Checkout-Prozess auszusehen hat. Aber eben auch die Konfigurationsmöglichkeiten sollten gegeben sein, damit euer Shop nicht exakt aussieht wie der der Konkurrenz. Ein weiterer Punkt, der sowohl für eure SEO als auch die Benutzerfreundlichkeit relevant ist, ist der Page Speed. Natürlich könnt ihr selbst zu einer Verbesserung beitragen, indem ihr Medien vorher komprimiert, aber auch das Theme spielt dabei eine maßgebende Rolle. Beachtet diesen Punkt also ebenfalls vor dem Erwerb. Doch das beste Theme hilft euch nichts, wenn plötzlich Plugins nicht funktionieren oder Kompatibilitätsprobleme auftreten. Im schlimmsten Fall müssen sündhaft teure Individuallösungen her, um das System wieder zum Laufen zu bringen. Deshalb ist der Support eines der wichtigsten zu beachtenden Punkte, weshalb es oftmals Sinn macht, das Ganze über eine Shopware-Agentur abwickeln zu lassen. Ihr lasst es einmal richtig einrichten, habt dadurch keine Folgeprobleme und wenn es doch mal an der einen oder anderen Stelle hakt, habt ihr direkt einen Ansprechpartner. Für solche Angelegenheiten unterstützen wir von eBakery euch gerne. Nun wisst ihr, wo ihr eure Themes findet, worauf beim Theme-Erwerb zu achten ist und wie diese angepasst werden können. Sollten wir euch mit dem Video geholfen haben, lasst gerne ein Like und Abo da. Ansonsten könnt ihr mehr zu dem Thema Shopware 6 auf unserer Seite erfahren und dort auch direkt einen Beratungstermin mit den Experten von eBakery ausmachen. Der Link dazu ist oben rechts und in der Videobeschreibung. Ansonsten wünschen wir euch viel Erfolg bei der Theme-Optimierung. Gehabt euch wohl, euer eBakery-Team.